Das ist ein Sportwagen, muss man ernsthaft sagen. Vor allem ich mit meinen 2 Metern hier. Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Oh, ich bin hier schon wieder viel zu schnell unterwegs. Wir befinden uns hier gerade im C63 AMG auf dem Weg zu einem guten Freund von mir, der sich gerade ein GTS gegönnt hat. Da darf ich natürlich nicht fehlen und muss das Ding mal einmal durchkicken. Den will ich heute mal Probe fahren. Ich würde sagen, lass uns gar nicht so viel schnacken. Lass ein fettes Abonnement da. Rein in Olga, ne? Lass uns loslegen. Ja, Leute, eben noch im C63, jetzt stehen wir hier vorm GTS 2015er Modell. Komm mal mit, zeig den Leuten mal, ich muss hier sehr gegen die Sonne gucken, ist ein bisschen, ich hoffe, man sieht was. Schöne Farbe erstmal, also grau-matt, finde ich, steht dem Auto richtig, richtig gut. Dann haben wir hier die Winterfelgen drauf, aktuell 265er Schlappen vorne, also ordentlich breite Dinger. Hier schöne schwarze Akzente gesetzt, auch die Türgriffe hier, das ist, glaube ich, normalerweise auch Chrom. V8 Biturbo, nicht zu übersehen. Also der kommt untenrum auf jeden Fall ein gutes Stück besser als der C63. Bin den ja eben gerade schon mal mitgefahren bei dem Baby hier. Das finde ich auch mega geil. Was war nochmal das Besondere? Warum ist er nochmal drauf? Dynamikpaket. Okay. Dynamikpaket und Edition One. Deswegen hat er hier diesen schönen kleinen Heckspoiler. Der muss auch sein, weil sonst ist das Heck, guck mal mit da hinten, dass wir so. Sonst ist das Heck nämlich so ein bisschen öde, finde ich. So macht das deutlich mehr her. Sonst ist der ja hier der Spoiler, der so rausfährt, ne? Kennst du den? Kenn ihn, ja. Den Kleinen, der da so rausfährt. Ja. Will ja auch kein dickes Review oder so von der Karre machen. Ich wollte eigentlich nur einmal von außen schnell zeigen und einmal kurz fahren. Jetzt schon eine Tigerkralle das Auto erwischt. Den haben wir gerade gewaschen. Komm mal hier rein in die gute Stube. Was sehen wir hier? Natürlich direkt das AMG-Logo. Das finde ich schon mal richtig, schon richtig so gestanzt, ne? Richtig was Feines. Schönes Leder, Alcantara hier in der Mitte mit roten Nähten sind das ja nicht, aber so rot abgesetzt, sage ich mal. Rote Gurte, also richtig schön sportlich. Wenn du dich reinsetzt, ist auch wie so eine kleine Sardinenbüchse. Das Ding hat sogar hier Burmeister Soundanlage, also wirklich vom Allerfeinsten. Hier kann man es nochmal sehen, Edition One steht drauf. Ist also eine ganz spezielle Version. Sieht auch wirklich aus wie so ein kleines Spaceship. Hat nichts mehr mit C63 2011 zu tun. Da sind eigentlich nur 4 Jahre dazwischen. Ich setze mich mal hier rein in die Stube. Also es ist wirklich, das ist ein Sportwagen, muss man ernsthaft sagen. Vor allem ich mit meinen 2 Metern hier. Tachoansicht ist auch sehr, sehr wild. Also alles auf extrem sportlich. Hier, die Dinger, die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Hier ist noch ein Atze unterwegs, der sich die Dinger von Wisch raufgeklebt hat. Hier, das gleiche wie beim C63, so einstellen, kannst du die ganzen Moodys einstellen. Das ist auch ziemlich, ziemlich interessant. So ein kleiner Schaltknüppel nur. Und das finde ich auch mega geil hier. Das sind so die kleinen Details, ne? Auch so imprägniert, finde ich richtig, richtig geil. Ups. AMG-Schrift. So die kleinen Details, fühlt sich auch alles mega wertig an. Carbon hier oben drauf, kleiner Spiegel hier, also ist schon ziemlich, ziemlich wild. Sitzheizung-Knöpfe hat er dann hier oben. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Krass. Kein Schiebedach, komischerweise. Auch kein Alcantara-Himmel. Mehr auf sportlich Stoff angelehnt. Ich finde richtig geil. Das ganze Auto macht echt was her. Also auch von der Wertigkeit und so fühlt sich alles richtig schön an. Der ist auch leistungsoptimiert. Das heißt, er hat irgendwie 100 PS mehr. Ist ja ein Biturbo, da kann man ordentlich was rausholen. Wir gehen mal eben auf die Street und dann fahre ich den mal. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Aber es ist nochmal ganz, ganz was anderes als ein C63. Aber ihr werdet es gleich mitbekommen. Viel Spaß. Bis gleich auf den Born und los geht's. So, dann wollen wir mal. Wie geht denn das hier los? Hier ist Start, ne? Mhm. So, erstmal Fenster zu, damit ihr mich auch hört. Musik aus. Das ist schon hier so Spaceship-mäßig, ne? Als wenn man so ein Flugzeug hat, wo man seine Regler. Das ist schon wild. Oha. Board zieht auch direkt an. Ich wollte jetzt schon hier machen wie beim CL. Das funktioniert hier. So, D haben wir drin. Parkbremse hier lösen. Jetzt gerade, wo du mal so auf die Front schwenkst, es ist ein riesen Eimer. Das hat ja mit C-Klasse nichts mehr zu tun. Okay. Aber auch im Innenraum richtig laut. Also du hast richtig direkt Sportwagen-Feeling. Ich bin jetzt hier 20 Meter gefahren, aber es ist ein ganz anderes Gefühl. Dröhnt richtig, das hast du halt in der C-Klasse, ist es viel gedämmter. Draußen richtig laut, aber von innen nicht so krass. Wenn wir jetzt hier in irgendeinem Sport Plus schon drin, ne? Das ist ja immer wichtig. Aber auch hier das Getriebe so ein bisschen ruppig, ne? Das habe ich ja in der C-Klasse auch schon gemerkt. Das ist viel ruppiger, als wenn du jetzt irgendwie
7G Tronic CL oder S-Klasse oder so fährst, das ist ganz anderes. Das ist auch das Traumauto von meinem Vater. Er will damit unbedingt mal fahren. Hat der eigentlich mehr Leistung als ein SLS? Ich glaube nicht. SLS ist, glaube ich, noch mal ein bisschen, noch krasser. Bisschen mehr. Okay, jetzt sind wir drauf hier. Ich habe jetzt so viel Gas gegeben, ehrlich. Der will, der hat Bock. Junge. Ich habe echt Halbgas, ne? Nicht mal Viertelgas. Und der war direkt auf 180. Ich gehe mal hier links rüber, ne? Ohne das Fahrzeug, muss man wirklich sagen. Das ist der Unterschied zum C63. Dieser Anzug gleich im niedrigen Drehzahl. Ich will noch mal einmal ganz kurz so den Anzug aus dem Stand hier. Wie soll ich das machen? Mit Schaltwippen? Was meinst du, wo geht am meisten? Nö, ich würde die Automatik laufen lassen, ganz normal. Ich will nur mal den Biturbo testen, wo der so der Unterschied ist. Jetzt. Da habe ich es gemerkt, ich will jetzt hier nicht die Leute verärgern. Aber man merkt es dann, dass irgendwann so gefühlt der zweite Turbo reinkommt, ne? Hier können wir auch nochmal ganz kurz probieren. Habe ich so ein bisschen im Gefühl, als wenn irgendwann der zweite so... Das ist das Gefühl, was ich bei Autos halt mega liebe. Ne? Ich glaube, deswegen bin ich auch eher der Turbo-Typ irgendwann nochmal in meinem Leben. Weil dieses Gefühl, was du so, dieses Kribbeln im Bauch, was du halt beim Gas geben hast, beim Anzug, das finde ich halt mega geil. Und das hast du halt bei Saugern nicht so krass wie zum Beispiel bei der Mühle hier. Ah, das ist schon ein geiles Gefährt, ey. Auch so schön irgendwie aggressiv und sportlich und macht schon richtig Spaß. Ja, dann habt ihr so einen kleinen Tag in Bobis Life hier mitbekommen. Bis gleich. Das Ballern ist halt anders als beim T63. Machen wir gleich kurz aus. Janis, zeig mal, was du drauf hast.
Ist auf jeden Fall ist der C63 lauter, muss ich sagen. Aber dafür knallt er so schön. Also Soundtrack habe ich euch auch noch mitgegeben. Ja Leute, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, das Video ist jetzt euch nicht zu kurz geworden. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergisst nicht. Vergesst nicht. Ja. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lasst ein Like da, ein Däumchen mehr, ein Träumchen und tschüss. Bist der Motorblock, doch, ich hab Spaß. Bist der Soko-Kopf, plopp, sei, sag, stopp doch. Ich hab was anderes im Sinn, ride out zum Hotspot. Gib zu viel Jackie, zu viel Gin, gebe Gas. Bist der Motorblock, doch, ich hab Spaß. Bist der Soko-Kopf.